Hallihallo, willkommen zurück zu The Adventures of Bertram Fiddle. Wir sind in Kapitel 2 angekommen. Und zwar geht's hier jetzt wohl um den Besuch im Abenteurerclub. In der letzten Folge sollten wir mit Fufi, einer kleinen Hundedame, ja, spazieren gehen nicht, wir sollten sie irgendwo hinbringen in ihrem Hundekörbchen, wurden angerempelt und ja, wir haben unser Körbchen fallen lassen. Derjenige, der uns angerempelt hat, der leider nicht zu erkennen war, hat auch eine Tasche fallen lassen und hat leider diese Taschen verwechselt und ist jetzt mit Fufi davon gerannt. Eine wilde Verfolgungsjagd bis hierhin hat uns geführt. Nach dem Sturztier über diese Orangen, die ihr hier unten noch seht, haben wir als einziges Beweismittel diese wundervolle Nase gefunden. Hier, Gavin, wenn du schon nur ein Auge hast, magst du vielleicht zwei Nasen? Who knows what this could be used for? Okay, schade. Können wir ihm nicht geben. Wir gucken mal, welche Punkte haben wir. Wir haben die Orangen, wir haben das Schild, wir haben natürlich jede Person und da hinten geht es wahrscheinlich weiter. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal die Orangen an. Don't touch me, oranges! Na komm, die sind eh schon auf der Straße. Aber wir haben hier noch die Tasche. Kennst du die Tasche? I shouldn't do that. It's not my bag after all. Okay, kann ich denn die Nase in die Tasche legen? No. No, das möchte er nicht. Ich mag übrigens diesen englischen Akzent total gerne, diesen britischen. Deswegen finde ich auch echt cool, dass es dieses Spiel nur mit deutschen Untertiteln gibt, weil das kann man, glaube ich, gar nicht so wirklich rüberbringen, wenn man das Ganze synchronisieren würde. So, wir sprechen mal hier mit diesem Obsthändler. You squashed me oranges! Me lovely oranges! Das tut mir leid. So, was ist mit dir, Grünkopf? Have you seen a short, shadowy, sinister-looking chap scurry by? No, I'm afraid I haven't. Oh Gott, was stimmt mit deiner Stimme nicht? So, was ist mit dir hier? Evening, Burble! Did you see a suspicious, shadowy little man run by, perchance? I wish to return his bag. No, sir, I have not. You should ask that Sherlock Holmes, sir. He's a proper detective. You can find him in the Adventurers Club. Yes, yes, I know who he is. I'm quite the detective myself, you know. Blessed with a keen eye for detail. Let me have a look at that. The Evening Burble. Geoff, der Schlechter, schlägt wieder zu. Wird es jemandem gelingen, Londons flüchtigsten Massenmörder zu überführen? Boss. Freakshow, freier Eintritt für eine Person. Oh, look. A Freakshow is in town. Okidoki. So, was haben wir hier noch? Pickles and Dills. Pickles, weiß ich, sind diese Gurken. Dills, vermute ich jetzt mal, sind Kürbisse. What's a pickle we're in? Okay, mehr können wir hier reingehen? Ich glaube nicht. Wurde uns nämlich nicht als Punkt angezeigt. Nein, können wir nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wir sollen Sherlock Holmes treffen im Abenteurerclub. Muss sagen, habe mich auch so ein bisschen dran erinnert, hier an Sherlock Holmes, der Gavin und der Bertram. So, wo sind wir hier? Können wir uns das angucken? Ja, verlängern Sie Ihren Schnauzbart. Warten Sie nicht auf Mutter Natur. Leichtes Glücksgefühl garantiert. Oh Gott. Für nur einen Schilling für sofortige bärtige Bewunderung. Upgrade your moustache. A shilling? I'm not paying that. Okidoki. So, wo können wir hin? Wir können das Gebäude oder uns diese Statue noch angucken. Machen wir mal. Your Majesty. Das war eine sehr erschöpfende Auskunft. Gehen wir mal hier rein. Psst, over here. Oh. Emmelina Snoopsworth, reporter for the Evening Burble. Good day. Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. Perhaps you've heard of me. Yes. Yes, of course I have. Maybe you can help me. Are you a member of the Adventurers Club? Indeed I am, madam. How may I be of service? I'm investigating the ghastly murderings that have been happening, and I want to interview Sherlock Holmes, but he's a very difficult man to get hold of. They won't even allow women in this ridiculous, outdated, backwards club.
It's 1884, not the Middle Ages. Quite. As it happens, I'm going to see Sherlock Holmes now. Perhaps I can ask for you. That would be most helpful. If you learn anything about the recent murderings, do tell. Okay. Vielleicht hat die diese Tasche schon mal gesehen. Guck mal. I shouldn't do that. Okay, dann lassen wir es halt bleiben. Okidoki. So, wir gehen mal rein. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ich werde die Folgenlänge hier so auf circa 10 Minuten belassen. Weil ich denke mal, so ein Point-and-Click-Adventure könnte sonst, wenn es zu lange wird, zu langweilig werden. So 10 Minuten am Tag, das sollten okay sein, denke ich. So, jetzt gehen wir mal rein. The finest collection of explorators in the world. Okay. Ja, jetzt kommen wir rein. Gott. Wie sieht's denn hier aus? He looks a bit sickly. Ich glaube, er wäre froh, er könnte krank sein. Er ist nämlich tot. What a glorious rhinoceros! What a unique horn! But what sort of animal is it? A genuine Fijian mermaid. Although it does look a bit fishy. The main attraction. Taking pride of place on the wall. So, kann ich auch mit dir reden? Oh, good evening, Mr. Fiddles. The usual. Yes, please. One can never have enough tea. Okay, jetzt haben wir noch einen Tee. Den haben wir uns natürlich auch in die Jackentasche gesteckt. Tee trinkt man nicht, den steckt man sich in die Jackentasche. Also Kinder, immer merken. So, hier haben wir nichts vergessen. Hier können wir noch mit ihm reden. How do you do, Sir Grouchley? How do you think, Fiddle? Things haven't been the same since I lost my legs in Venice. Constant pain, Fiddle. Constant. Oh, I am sorry. That sounds terrible. You weren't there, man. You weren't there. Okay, hier haben wir noch den Elefanten. What an imposing pachyderm. His trunk is colossal. That poor creature has not been mounted properly. It looks like it could fall down any minute. I'm afraid, Mr. Fiddle, you are not permitted into the gold members area. It is for A-list adventurers only. I've never been so outraged. I need to see Sherlock Holmes. Mr. Holmes has asked expressly not to be disturbed as he is working on the dreadful case of Jeff the murderer. I have my own case I want to talk to him about. I'm afraid, Mr. Fiddle, you are not permitted into the gold members area. Was? Ich bin aber auch empört. Wieso habe ich denn da keinen Zutritt zu, Da müssen wir uns den wohl beschaffen. His antlers are as twisted as this mystery. Has someone been trolling? Your Majesty? So, ich denke mal, wir können mit den Boys hier noch reden, genau. Guy Hardwood, how are you? Fiddle, long time no see. Yes, it's been a while. Just telling Melvis here about my latest adventure. 4 months in Patagonia. South America. Discovered a lost world. It was well splendid. Yeah. Found this thing up a crevice. Crevasse. So thought I'd bring it back. Don't even know what it is. Got a few ideas. Crazy. Prehistoric. Was ist das hier unten Ekliges? Ooh, porcupine canopies. A prickly aperitif. Zack, auch eingesteckt. Okay. So, sprechen wir mit ihm hier noch in der Ecke. Lord Rochestump has been asleep since 1882. A grisly and gnarled member. Okay, der pennt da schon seit 2 Jahren. Wir haben nämlich 1884, wie wir eben vor der Türe rausgefunden haben. Können wir vielleicht noch an diesen Käfig? Ja, können wir. It's a very unique looking creature. Don't touch Fiddle. She bites. Not too keen on being cooped up. You nearly took my elbow off. But if she got out, who knows what she might do? Pandemonium, I expect. Is the lock safe?
Safe as houses, Fiddle. Paid top shilling for that beauty. Wie kommen wir denn jetzt da in diesen Bereich rein? Kriegt Gavin vielleicht das Schloss auf? No, Sir. Nein, kriegst du nicht. Was? Können wir das da reinmachen? No, that won't. Ist ja gut. Können wir irgendwen pieksen damit? I'm not being picky, but that quill never do. Oder können wir vielleicht dieses dieses Vieh hier anpicken? Time to cause a flap. Ah. Fly, little creature, fly. Crikey, Fiddle, you buffoon! What have you done? Come back to me! Oh. Yes, I am right behind you, guy. Okay, wir haben ein bisschen Verwirrung gestiftet, aber wie wir sehen, ist hier unser Türsteher leicht abgelenkt. Vielleicht kommen wir so in die Tür rein. Das versuchen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann. Ciao.